Jedes Unternehmen steht in diesem Spannungsfeld. Einmal im Wettbewerb mit seinen unmittelbaren Konkurrenten draußen am Markt und intern hat jedes Unternehmen zumindest diese Probleme. Fachkräftemangel, ich habe es gerade angesprochen, Personalpolitik, das Thema Basel III. Wir haben heute sehr geringe Zinskosten, wenn wir Kredite aufnehmen, ob Kontokorrent oder Investitionskredite. Das Thema Basel III wird aber mittelfristig greifen. Das heißt, die Bonitätsanforderungen an Unternehmen werden definitiv steigen. Und mit dem sie steigen, werden auch die Zinsen in diesem Zusammenhang aufgrund der Bonitätsanforderungen auch steigen. Das heißt, das niedrige Zinsniveau, das wir heute haben, wird mittelfristig und langfristig so nicht bestehen bleiben können. Wir haben die Personalkosten, Personalnebenkosten, die Rentabilität von Kapitalanlagen. Es geht darum, das Geld, das ich erarbeitet habe, so anzulegen, die Liquidität so anzulegen, dass sie mir auch Renditen bringt, die oberhalb der Inflation zu realen Mehrwerten führt. Und das Unternehmen, das diese Aufgabenstellungen am besten löst oder besser löst als seine Wettbewerber, das wird langfristig am Markt definitiv eine festere, eine bessere Stellung, Ausgangsposition sich schaffen können als die Wettbewerber, die das nicht in den Griff bekommen. Und all diese Problemfelder, die wir hier haben, dieses Spannungsfeld, werden teilweise oder ganz gelöst durch das System, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Kommen wir zum Punkt 1, die Unternehmerbank. Unternehmerbank, auch bekannt als Unternehmenskasse, oder vom Terminus technicus, vom korrekten ausgehend, der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Die pauschal dotierte Unterstützungskasse wird hier von der Kanzlei Fels angeboten. Und die Kanzlei Fels macht dieses Thema bundesweit seit 15 Jahren inzwischen. Das heißt, man kann mit Wohl und Recht sagen, wir haben hier einen Anbieter in der Verwaltung und in der Umsetzung der Unternehmerbank ganz grundsätzlich mit der Kanzlei Fels den Wissensmarktführer und ich möchte sagen auch den Erfahrungsmarktführer in diesem Bereich. Hier werden nämlich über 1000 mittelständische Unternehmen verwaltet, also hohe Kompetenz und das ist auch der Grund, warum ich in diesem Bereich mit Fels zusammenarbeite. Klarstellung. Es handelt sich hierbei nicht um Finanzberatung oder um Versicherungsberatung, sondern es handelt sich um ein rein betriebswirtschaftliches Modell, das es schon seit, in dieser Form schon seit über 100 Jahren in Deutschland gibt. Allerdings, Sie werden es im Mittelstand kaum finden und das hat einen ganz einfachen Hintergrund dazu, weil wenn Sie zu Ihrer Bank, zu Ihrer Raiffeisenbank oder zu Ihrer Sparkasse gehen oder zu Ihrer Versicherung gehen, dann werden Sie da alles finden, aber keine betriebswirtschaftlichen Modelle, weil die verdienen ihr Geld mit Provisionen. Sie werden diese Modelle finden bei allen Großkonzernen und bei fast allen großen Unternehmen in Deutschland. Es ist auch kein unbekanntes Thema. Wer ein bisschen sensibel durch die Medienlandschaft läuft, der findet dadurch immer und immer wieder auch interessante Aussagen dazu. Und es geht am Ende darum, Kosten und Haftung in Gewinn und Liquidität umzuwandeln. Kosten und Haftung in Gewinn und Liquidität. Wie geht das? Wie soll das funktionieren? Wie funktioniert eine Bank? Ganz einfach. Da ist eine Institution, die sagt, Leute, die ihr Geld überhaben und irgendwo anlegen möchten und das Geld nicht unmittelbar ausgeben möchten, euch bieten wir den Zins an, wenn ihr das Geld zu uns bringt. Dann bringen die Menschen, die Sparer, ihr Geld in diese Institution rein. Die kriegen dafür einen Zins, sagen wir 0,5 oder 1% oder 1,5% zugesagt. Und die Institution selber nimmt jetzt dieses Geld und wirtschaftet damit und macht aus diesem Geld mehr Geld. Und die Differenz, die da entsteht, sagen wir zwischen 10% und 1% Zinsen für die Sparer, davon lebt dann die Finanzindustrie und macht Milliardengewinne. So funktioniert das. Und dieses System der Bank übertragen wir schlicht und einfach auf das System Unternehmen. Ohne dass wir jetzt natürlich im eigentlichen strengen Sinne jetzt eine Bank implementieren hier, aber das System wird übernommen. Und wer soll jetzt in dieses System gegen Zinsen einzahlen? Und das ist relativ einfach. Wir haben hier eine sogenannte betriebliche Altersversorgung, dürfte jeder von Ihnen kennen, die ist gesetzlich vorgeschrieben, bietet jedes Unternehmen seinen Mitarbeitern an, zwangsweise an, von Gesetzes wegen an. Und was macht dann ein Unternehmen?
das sammelt jetzt jeden Monat, Monat für Monat Geld ein bei seinen Mitarbeitern. Und was passiert in der Regel dann heute? Dieses Geld, das eingesammelte Geld, wird an Versicherungen weitergeleitet. Das Geld ist weg, verschwindet aus dem Unternehmen, Monat für Monat, Jahr aus, Jahr ein, wird Liquidität, die eigentlich da ist, genommen und aus dem Unternehmen rausgeleitet, wird weitergeleitet in eine Blackbox ohne Wiederkehr. Und wir werden gleich noch sehen, aus dieser Blackbox kommt nicht nur nichts zurück, sondern das Unternehmen hat sogar noch Nachteile und die Mitarbeiter bekommen auch daraus nicht die erwarteten Vermögenswerte zurück, sondern können damit eigentlich nur Geld verlieren. Haftung bleibt im Übrigen beim Unternehmer. Es steht fest, ab 2030 wird die gesetzliche Rente nur noch Sozialhilfeniveau hergeben. Egal wie viel Sie einzahlen, wie hoch Ihr Einkommen ist, am Ende des Tages kommt Sozialhilfeniveau raus. Ja, deswegen macht so eine betriebliche Altersversorgung vom Grundsätzlichen her auch Sinn. Aber nicht in versicherungsförmige Lösungen. Man kann es jeden Tag nachlesen. Lebensversicherungen sind völlig ungeeignet, um Vermögen aufzubauen. Warum? Es sind die exorbitant hohen Kosten, die damit verbunden sind. Eine durchschnittliche Lebensversicherung verzehrt von 100 Euro Monatsbeitrag leicht 20 bis 30 Euro pro Monat an Kosten, pro Beitragszahlung an Kosten. Und darauf bekommen Sie jetzt heute aktuell einen Garantiezins von 1,75%. Ab nächstem Jahr sind das 1,25% garantiert. Da kann nichts draus werden. Es geht nicht. Völlig unmöglich. Und Sie können auch jeden Tag nachlesen, Lebensversicherer und droht der Kollaps, Versicherer wackeln. Die Renditen, die man benötigt, um nach Kosten die Kunden befriedigen zu können, können nicht hergebracht werden. Es geht nicht. Das Problem für den Arbeitgeber: Der Arbeitgeber lässt sich instrumentalisieren von der Versicherungswirtschaft, sammelt also jeden Monat das Geld ein, gibt es weiter, aber bleibt in der Haftung dafür, falls die Versicherungswirtschaft es nicht schaffen sollte, die zugesagten Leistungen zur Verfügung zu stellen. Der Gegenentwurf, die Bank im Unternehmen, funktioniert wie folgt. Stellen Sie sich einfach mal vor, dass die betriebliche Altersversorgung, wie gerade in der versicherungsförmigen Lösung dargestellt, keine Liquidität kostet, sondern das Unternehmen jeden Monat neues Geld bekommt. Weil bei jeder versicherungsförmigen Lösung fließt jeden Monat Geld ab aus dem Unternehmen. Bei der Lösung Bank im Unternehmen fließt Monat für Monat, Jahr aus Jahr ein, Geld ins Unternehmen rein. Geld, das frei verfügbar für den Unternehmer zur Verfügung gestellt wird. Der kann damit betriebswirtschaftlich in seinem Unternehmen arbeiten. Ohne Bonitätsprüfung, ohne die Gestellung von Sicherheiten. Einen langfristigen Kredit, nämlich bis der Mitarbeiter in die Rente geht. Das ist immer der Zeithorizont. Man könnte es auch so formulieren. Ich biete Ihnen als Unternehmer einen Kredit an, Laufzeit 30 Jahre, ohne Bonitätsprüfung, ohne Sicherheiten, mit einem garantierten Zinssatz in diesem Zeitraum, sagen wir zwischen 1,5 und 2%. Ohne Bonitätsprüfung, ohne die Gestellung von Sicherheiten, kalkulierter Zeitraum 20, 30, 40 Jahre teilweise, je nachdem wie alt Ihre Mitarbeiter sind im Durchschnitt. Und das mit diesem Geld können Sie jetzt in diesem Zeitraum völlig frei agieren, völlig frei arbeiten. Das steht Ihnen zur Verfügung. Die Entgeltumwandlung der Mitarbeiter in dieser Form bringen Ihnen keine neuen Risiken, keinen Stress. Sie gehen praktisch kein höheres Risiko ein als bei jedem normalen Geschäftsbankenkredit. Das heißt, Ihr Mitarbeiter stellt Ihnen das Geld zur Verfügung über 30 Jahre mit einem relativ gesunden Zinssatz. Und Sie müssen eigentlich nur eins sicherstellen, wie bei jedem Kredit, dass Sie in 30 Jahren diesen Kredit zurückzahlen müssen und das bei einem relativ moderaten Zinssatz. Gehen Sie heute mal zur Bank und sagen, Sie hätte über 30 Jahre gerne einen Kredit mit einem garantierten Zins von 1,5% und ich möchte auch keine Bonität und keine Sicherheiten stellen. Fragen Sie mal eine Bank, die Ihnen diesen Kredit anbieten könnte. Werden Sie keine finden. Dieses Angebot gibt es wirklich nur im Rahmen Ihrer eigenen Bank im Unternehmen.